coast! Hat natürlich wieder einen besonderen Grund. Richtig. Manche werden es wahrscheinlich wissen, hier gibt es noch eine Skateboard-Arena. Und die gefällt mir halt. Mir gefallen diese Skateboard-Arena, aber es ist nicht die letzte. Mein Gott, seid ihr schwach. Oh. Hoppala. Das war der halbe Pirat. Ich wollte gerade sagen, kann man jetzt hier hochlaufen? Das ging im Original nicht. Ach komm, ihr Krabben, kennen wir alle schon. Ey, wow. Mit was hast du mich denn jetzt abgeknallt? Ja, genau, ja. Alles klar. Da habe ich jetzt mal ordentlich Sparks liegen lassen. Ich habe den immer noch nicht. Hä, ich habe doch gerade diesen einen Käfer da eliminiert. Ja, genau da. So, und hier haben wir noch einen. Ich wollte gerade sagen, hier war eine Krabbe drin. Hier war mal eine Krabbe drin. Okay, gehen wir erstmal hier hoch. Das Ei hole ich ganz zum Schluss. Nicht, dass ich dann aus Versehen mal in dieses Portal reinfüge nach Hause. Das traue ich mir nämlich auch durchaus noch zu. Das ist eine Scheißkanone. Oh, ich bin einfach nur beschissen im Zielen. Man kann die Entfernung so schlecht abschätzen. Ist ein bisschen Munitionsverschwendung, aber hey, wir haben Zeit. Es ist ein Level, wo ich auf jeden Fall mehr Zeit brauchen werde. Ja, geht doch. Den da hinten noch, dann haben wir sie. Dann haben wir schon mal die Paparazzi abgeschossen. Ja, sage mal einer. Hab ich ihn! Ich habe ihn irgendwann mal getroffen. Ja, okay. Jetzt bin ich stolz auf mich, was ich eigentlich gar nicht sein sollte. Da hoch sollst du, weil ich will erst darüber fliegen. Da rein. Da ist die geile Nebenaufgabe. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Hallo Jäger. Das ist sogar jetzt schon voll geworden. Nice. Weg da. Geht gleich nach Hause. Oh. Ja, das sollte nicht passieren. Oh, weg da. Weg da. Weg da. Nein. Oh, perfekt. Alter. Alles klar. Was war das jetzt? Mir gefällt nicht hundertprozentig die Physik. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr bei der Aufgabe auch solche Probleme hattet. Aber ich krieg Turbo. Wow. Wow! Ich hoffe, dass kein Renox hinter mir ist. Scheinbar nicht. Jawoll! Warum ist das Ei so weit weg? Der Oliver? Okay. Bist du jetzt nach den Renoxen eine echte Herausforderung? Jawoll. Nein! Oh, also die Sprungphysik hat's in sich. Das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Die Sprungphysik. Ja, ja gut, dann nehme ich dich mit. Und dich auch. Dann sind es noch zwei Krabben. Ich glaube, da oben war eine. Nee. Die habe ich noch nicht. Ey, diese Sprungphysik! Oh, Alter, du gehst in die falsche Richtung, Spyro. Das ist das Problem. Du gehst nicht mit mir. Du bist nicht synchron mit mir.
Yo, das hat es. Da hätte es eine Trophäe für geben müssen. Alter, der hat da so ein Tempo drauf. Jetzt machen wir das ganz normal. So. Ey, keine Ahnung, warum ich mich hier so schwer getan habe. Ich kann nicht glauben, dass du mich geschlagen hast. Ja, hier. Die Sprungphysik meine ich. Warum bin ich jetzt runtergeflogen? Hä? Das habe ich jetzt leider nicht verstanden. Warum ich da jetzt vom Bord runtergeflogen bin. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Nee. Nochmal von vorn. 1,45. Was eigentlich komplett machbar sein sollte. Aber der Alter, du Halto! Spyro! Warum stürzt sich da? Warum? Da ist nichts im Weg und du stürzt! Da ist für mich ein Bug drin! Aber das sieht besser aus als vorhin. Und wieder stürzt du. Schaffe ich nicht. Schaffe ich wieder nicht. Die Stürze. Die Spyro meint dahin zu knallen. Teilweise. Da springe ich lieber jetzt. Ja, kann ich neu starten. Boah. Jawoll. Ey, du stürzt echt für Kleinigkeiten, weil die Kollisionsabfrage so ist. Ich bin gerade echt sprachlos. Wie oft man stürzt. Und das Problem hatte ich eigentlich bei den Zaubertürmen nicht. Diesmal sorge ich vor. Oder verhungert er mir. Und darum bin ich schon zu oft gestürzt, deswegen mache ich das mittlerweile. Was ist denn das? Das verstehe ich aber mal gar nicht. Da stimmt die Kollisionsabfrage nicht. Jetzt habe ich wieder noch 25 Sekunden Zeit. Schaffe ich nicht. Schaffe ich wieder nicht. Ey. Das ist deutlich schwerer geworden. Deutlich schwerer. Ich schreibe das mal bitte in die Kommentare für die, die sich ja auch schwer getan haben. Ja, jetzt bin ich abgeprallt worden. Warum? So, die Zeit läuft weiter. Okay, jetzt diesmal bin ich zweimal nicht runtergefallen. Wow, wow, wow. Irgendwie noch aufs Board, auf dem Board geblieben. Noch 25 Sekunden. Jawohl. Na, nein! Alter, das glaube ich nicht. Wieder nicht. Es scheint aber immer in der letzten Runde gerade. Es ist unfassbar gerade hier. Also, das ist schwerer als im Original. Und zwar um Welten.
35 Sekunden, das ist schon fast zu viel. Und dann springt er aber auch manchmal nicht. Volle Konzentration. Ich mache das jetzt echt anders. Der dreht sich auch immer noch ein bisschen weiter. Ja, da, er endet dann in einer Kurvenlage, die natürlich nach links geht. Ich glaube, ich sollte mal da rechts machen. Dann landet er auch richtig. Und leck mich fett! Leck mich fett! 2000. Alter Schwede, ey. Alter Schwede. Oh, da habe ich mir jetzt aber einen abgebrochen, ey. Boah, das ist scheiße. Das war der schwierigste Skillpunkt bis jetzt, ey. Leck mich fett. Boah. Haben die das so knapp berechnet mit Absicht oder haben die mich da jetzt echt doof angestellt? Haben wir es geschafft, Sparks. Ja, danke. Boah, ey, jetzt bin ich noch ein bisschen erleichtert, dass ich das hinter mir habe, weil... Ey, da bin ich mal auf euer Feedback gespannt, ob ich mich da jetzt so blöd angestellt habe oder ob das so schwer geworden ist. Einer meiner Lieblingsaufgaben haben sie schwerer gemacht. Sobald es erfasst ist, kannst du mit Angriff darauf feuern. Darauf feuern. Okay. Darauf feuern. Ja, guck. Was will man da? Wie geil ist das denn? Was war denn das jetzt für Soundtracks? Wo ist der Letzte? Wo ist der Letzte? Hallöchen. Da hinten. Hab dich gesehen. Ich hab dich schon gesehen. Da. Sie ausschaltest, kann ich wieder im Säuresee schwimmen. Ach, das ist Säure. Wieso will man da schwimmen gehen? Hüpf rein, kleiner Drache. Verflixt! Okay. Ich weiß nicht, die konnten, glaube ich, sogar Minen jetzt legen. Das hört sich an. Das hört sich an. Tschüss. So, wo war der Letzte? Doch, die können Minen ablegen. Ich wollte gerade sagen, den muss ich doch getroffen haben. Endlich ist der Säuresee wieder sicher. Ja. Also Spyro mag das hier nicht. Den Säuresee. Ich weiß nicht, warum der da reingeht. Allein die Vorstellung, in dieser giftgrünen Säure zu schwimmen. Oh, man ist instant tot hier im Übrigen. Wo? Boah, Alter, war das knapp. Okay. Spark sagt, wir sind fertig. Was denn jetzt, Kollege? Verwirrt mich komplett, ey. Jo, alles klar. Kollisionserfrage, ne? Ja, genau. Ey. Oh, das ist neu. Das gab's im Original, glaube ich, nicht. Doppelte Hit besser. Ah, hier kann ich gar nicht tauchen. Okay. Genau. Vor meiner Linse. Boah, schon wieder fast 2 Stunden Aufnahme. Gut, die habe ich mir auch heute vorgenommen, die 2 Stunden. Damit ich ein bisschen Videopuffer habe. Wir haben auch was geschafft. Also verlorene Flotte war... Ey, das war jetzt nicht ohne. Mit dieser scheiß Skateboard-Arena. Von der Wertigkeit her. Das ist eine Kleinigkeit, die mir gestern aufgefallen ist. Da unten sehen wir schon der gute Jäger. Okay, die Boote sind gefühlt größer. Oh Gott. Ja, man sollte die natürlich auch noch erwischen. Das wäre top. Juhu, den guten Chris. Oh, was für ein Zufall. Ich habe gerade eben mit Chris über Discord geredet. Das ist jetzt echt blanker Zufall. Dritter, da vorne ist sogar schon der zweite. Das hier ist vielleicht ein bisschen tricky. Ja, es geht. Die Kamera kommt wieder gefühlt nicht hinterher.
Und da vorne ist schon der Führende. Und Jäger. Ich bin mal gespannt, wie deine Aufgabe hier sein wird. Das könnte echt unterhaltsam werden. Oh. Nein! Jetzt bin ich da auf dem Boden rausgekommen. Oh, ernsthaft? Okay, ich habe irgendeine Errungenschaft bekommen. Beziehungsweise eine Trophäe. Aber ich habe keine Ahnung für was. Also Trophäen sammle ich nicht. Da bin ich absolut nicht aus auf diese Platin. Wow, da gibt's andere. Die sammeln das wirklich. Ich hab da. Ich weiß nicht, das reizt mich nicht. Weil ich sehe immer wieder bei euren Kommentaren, die ihr aber noch fleißig schreibt bei diesem Projekt, dass das gar nicht für euch so einfach oder so selbstverständlich ist, das oder diese Leistung abzurufen. Ich merke da immer nur selber, wie sehr habe ich denn früher das gesuchtet. Und es macht nach wie vor Spaß. Es macht einfach Spaß. Spyro hat einfach etwas. Er hat was Magisches an sich. Wir können ausweichen und wir können springen. Das sind die Sachen, die wir machen können. Und das ist alles. Es reicht aber. Wir müssen eigentlich nur weg vom UFO oder wegbleiben. Wir dürfen schon was mitnehmen. Das macht uns eigentlich nur langsamer. Aber bisher läuft das ja hier sensationell easy peasy. Da ist natürlich auch der gute Geizack wieder vertreten. Die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht billig rauskommt. 1000 Edelsteine zum Befreien des Fellpelz zahlen. Ja, können wir machen. Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Oder doch? Ach, egal. Jetzt ist es meins. Doch, es liegt auf dem Boden herum. Der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Noch einmal mehr? Mindestens. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Bentleys Außenposten. Richtig, ich mag den Charakter. Die Stimme ist ein bisschen zu alt, aber das macht ihn ein bisschen weiser als sonst. Ey, gefällt mir richtig gut. Gefällt mir. Ja, die Keule ist die gleiche. Cool. Die Kameraperspektive. Gut, er hat eine große... Hoppala, sorry, Bro. Er hat eine große Keule, die im Weg steckt. Das ist, glaube ich, das große Problem. Der Körper ist auch sehr groß, aber das Springen ist deutlich besser, angenehmer als im Original. Oh, Alter, da haut drauf. Hey, er macht das nicht mehr dauerhaft, oder? Was passiert, wenn ich viel gedrückt halte? Ah, okay, er macht ihn dann... Moment. Ja, er macht ihn dann schon länger als sonst, also... Komm! Mach erstmal den Weg hier frei. What? Der hat mich getroffen? Ernsthaft? Alter, die Golde schwingt aber richtig schnell. Och, gefühlt schneller als im Original. Ja, ist ganz einfach, dass die Kiste einfach runterschmeißen. Fähigkeitspunkt. Jo, alles klar. Das ist einfach. Da muss man aber natürlich auch erstmal drauf kommen. Aber. Jo. Wir sind ja noch nicht durch. Komm, wir. Komm. Lol. Jetzt aber. Bam. Oh, noch ein paar Edelsteine. Hier habe ich in der Regel nie wirklich Edelsteine übersehen. Aber das kann sich ja auch hier ändern. Totemzerstörung. Nein, nichts übersehen. Perfekt.
kommst.